Schon möglich, aber... Oh, er ist hier. Ich rufe Sie zurück. Cecil Dobbs? Mr. Hanna. Es ist deprimierend, den Jungen im Käfig eingesperrt zu sehen. Den Jungen? Nun, ich vertrete die Familie schon seit langem. Ich empfehle Ihnen, die Kautionsvereinbarung mit Val abzuschließen. Dann können Sie Ihren Jungen mit nach Hause nehmen. Wir dachten an Grundbesitz als Kautionspfand. Mrs. Windsors Strandhaus. Die Mutter heißt Windsor? So hieß ihr zweiter Ehemann. Er ist schon tot. Das Haus zu schätzen dauert Tage. Und Sie wollen bestimmt nicht, dass der Junge so lange sitzt. Also nehmen Sie Val und ich treffe Sie und Louis um 4 in Ihrem Büro. Hier, nehmen Sie meine Karte. Oh, nicht doch. Die Presse? Ja, die ist an uns dran. Mrs. Windsor ist sehr empfindlich, was die Medien angeht, aber... Dagegen können wir wohl nichts unternehmen. Na, mal sehen. Hey, Mann! Kommen Sie mal her. Ich sehe, Sie filmen hier. Wie heißen Sie? Rob Gillen, genannt Stix. Stix, machen Sie das freiberuflich? Ja, Ihr Mandant könnte für die Nachrichten interessant sein. Hier, Molly. Na, lauf! Hey, Frank! Was ist? Frank, sieh her. Irgendwas an diesen Akten passt nicht zusammen, aber ich komme nicht drauf, was es ist. Warte, hier ist die Ermittlungsakte von meinem Kontakt in der Staatsanwaltschaft. Und das hier ist die von Minden. Hier ist Reggie Campbell. Reggie. Hier ist die Türkette. Mhm. Nein, die Fotos sind gleich. Oh, wow. Warte. Hier, siehst du? So ein Schweinehund. Ein anderes Messer. Sie haben die Fotos vertauscht. Mhm. Ich habe den Kerl seit 10 Jahren verwöhnt und jetzt lässt er mich auflaufen. Der kommt runter von der Weihnachtsliste. Und auf die Scheißliste. LR engraved in the handle. I always carry it. We show homes to people we don't know. You lied to me, Louis. You didn't tell me you were paying Reggie Campo for sex. You don't look surprised. Could have easily told me that in Cecil's office. I didn't want my mother to know. Cecil tells her everything. That's a picture of your knife. The one you had on you when you went to Reggie's, the one the cops now have. Look at the blood on the blade. The initials engraved in the handle. That's why Ted Minton didn't fold his tents. Why should he? And he's got a knife with her blood and your initials. The cops used it to set us up, to make us think they didn't have anything, when in fact they've got enough to put your golf plan away for 20 years, big boy. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie es ist, beschuldigt zu werden, diese Verbrechen begangen zu haben? Hier sitzen und sich anhören zu müssen, wie man ständig Lügen über Sie und Ihre krankhafte Brutalität erzählt und Sie pervers nennt? Dass Ihr Sexleben in den Schmutz gezogen wird und dass man Sie demütigen kann? Hören Sie, ich weiß, wie so eine Verhandlung läuft. Ich habe still zu sitzen, meinen Mund zu halten und auf meine Chance zu warten. Aber wenn schuldige Menschen Rechte haben, was ist mit den unschuldigen Menschen? Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig und ich will diese Verhandlung hier hinter mich bringen. Louis. Ja? Ich bin Michael Haller. Mr. Haller, das Ganze ist eine abgekaterte Sache. Ich habe mit der Frau einen Fehler gemacht und jetzt hängt sie mir was an. Nicht so laut. Was wird ihm vorgeworfen? Die Cops sagen, er hat die Kleine übel verprügelt und plädieren auf versuchten Totschlag. Sind Sie sich ganz sicher, dass es nichts gibt, das Sie mir noch sagen müssen? Nein, echt nicht.